Okay, dieses Gemshorn ist in C gestimmt, in Sopranlage, hat wie alle anderen auch eine Oktave und ist in barocker Griffweise. Also das heißt, man kann hier zwischen großer und kleiner Terz wählen, entsprechend C-Dur, A-Moll, D-Dur und D-Moll spielen. So, so klingt das. Ja, vorher in Englisch. This one's pitched in C, this is soprano size, means of course you can play C major. As a parallel key, A minor, and due to the change between big and small third here, which comes through the Baroque fingering, you can change between D major and D minor too. So that's what it sounds like.